Raps in voller Blüte. Überall in Sachsen-Anhalt reift heran, was später als Öl in unseren Küchen oder als Biokraftstoff in unseren Autos landet. Justin Fleck steuert bereits als Landwirt während der Ausbildung verantwortungsbewusst diese Riesenmaschine, voll klimatisiert in der freien Natur unterwegs. Nicht nur im Büro, auch auf dem Feld kann Justin selbstständig arbeiten. Ich arbeite gerne in der Natur. Der Betrieb ist nah an meiner Heimat dran. Das Arbeiten mit den Maschinen gefällt mir sehr gut. Es gibt GPS. Meistens fährt man seine Linie, seine AB-Linie nennt man das dann. Und dann wird die gespeichert im Computer. Und dann muss man meistens nur noch einen Knopf drücken und dann fährt die Maschine von selbst geradeaus. Behutsamer und umweltschonender Pflanzenschutz vor der Blüte. Eine der wichtigsten Aufgaben des Landwirts. Nur beste Qualität ist gefragt. Sowohl bei hochwertigen Lebensmitteln als auch bei nachwachsenden Rohstoffen. Das fängt in diesem Fall mit einer tiefen Furche an. Unter den Hügeln hat die Maschine das Saatgut verborgen, damit daraus eines der beliebtesten Nahrungsmittel der Deutschen wächst. Aussaat und Ernte der Kartoffeln erledigen in der Agrargenossenschaft Hedersleben auch die Lehrlinge. Und nebenbei gibt's vom Ausbilder Lutz Trautmann ein bisschen Geschichtsunterricht über den großen Förderer der Kartoffel in Deutschland. Die Landwirtschaft ist laut Friedrich dem Großen die erste aller Künste. Ohne sie gäbe es keine Könige, keine Kaufleute, keine Höflinge, Dichter und Philosophen. Nur das ist wahrer Reichtum, was die Erde hervorbringt. Der Bauer ist mit der älteste Beruf der Welt. Er macht Spaß in der freien Natur. Man ist relativ nah an zu Hause und zu Hause sind wir am schönsten. Und nebenbei produzieren wir Lebensmittel für unsere Bevölkerung. Damit auch in Zukunft die Maschinen über die Felder rollen, kümmert sich der Betrieb um die Nachwuchsgewinnung. Drei junge Männer unterschreiben heute ihre Lehrlingsverträge, beginnen demnächst mit der Ausbildung, um später unsere Nahrungsmittel zu produzieren. Hier kann man den Überblick nicht so leicht verlieren. Wie von einem Kommandostand aus werden im Kuhstall von Familie Nansing bis zu 1000 Milchkühe dirigiert. In einer der modernsten und großzügigsten Anlagen in Sachsen-Anhalt. Bei seiner Arbeit im Stall kann Lehrling Gus Lansing auf jede Menge technischer Hilfsmittel zurückgreifen. Heutzutage ist es sehr modern, viel geht automatisch. Es ist ein ruhiger Arbeitsumfeld eigentlich. Es kommen immer neue Sachen dazu jeden Tag, die einen überraschen. Und so bleibt der Beruf immer frisch und spannend. Hier gehen sie sogar ganz von allein zum Melken. Die zuverlässigen Lieferanten unserer Milch. In diesem Stall sind die Zeiten mühevoller Melkarbeit per Hand vorbei. Moderne Roboter übernehmen diese Arbeit. Das tägliche Futter wird exakt dosiert mit Mischwagen und zur Tränke können die Kühe alleine gehen, so oft sie wollen. Trotz all der modernen Technik, die genaue Beobachtung der Kühe und die Überwachung ihrer optimalen Lebensumstände bleibt weiterhin Aufgabe des Tierwirts. Das Attraktive an landwirtschaftlichen Berufen ist halt, der Lehrling ist mit Leidenschaft in der Produktion und wir tun Lebensmittel produzieren für die allgemeine Bevölkerung und für den Export. Gus aber kümmert sich am liebsten um die niedlichen Kälbchen. Liebe zum Tier ist eine wichtige Voraussetzung. Nur Tiere, denen es gut geht, die können auch entsprechende Leistung bringen. Ne? Und das Gutgehen, das fängt im Umgang mit den Tieren an. Arbeit in der Landwirtschaft, ein ausgefüllter Fulltime-Job. Ernte auf den Getreidefeldern Sachsen-Anhalts. Ohne sie gäbe es unser täglich Brot nicht. Außen heiß und staubig, innen frisch und klimatisiert. Das ist nur einer der Arbeitsplätze von Tino Gast, gelernte Fachkraft Agrarservice. Die Fachkraft für Agrarservice lernt sowohl den Umgang mit Maschinen als auch das Reparieren und die ganzen Serviceleistungen ringsherum. Ein vielseitiger Beruf. Er umfasst die abwechslungsreiche Feldarbeit, Ernte, Bodenbearbeitung, Aussaat, Düngung, je nach Jahreszeit. Die Fachkraft Agrarservice lernt aber auch alle Pflanzenarten und die passende Technik kennen. Ein echtes Multitalent. Genau das Richtige für Azubi Philipp Gräbert. Mähdrescher, Häcksler, Traktoren werden immer größer, moderner, immer mehr Hightech, die Arbeit erleichtert. Man ist eigentlich nicht mehr Bauer, man ist eigentlich Maschinenführer. Agrarservice-Techniker wie Tino und Philipp sind Allrounder. Sie können nicht nur alle Maschinen bedienen, sondern sie auch reparieren. Ich habe mich auch schon seit meiner Kindheit für die Technik interessiert und für das Reparieren. Und das ist in diesem Beruf natürlich beides miteinander verbunden.
Die Fachkraft Agrarservice lernt außerdem, Betriebsabläufe kennen und wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Wichtige Voraussetzungen für die Arbeit mit dem Kunden. Und wenn der mal technische Hilfe für die Ernte anfordert, dann wird Philipp mit seinem riesigen Mähdrescher zum König auf dem Feld.